Achtung, das nachfolgende Video dient einzig und allein zur Unterhaltung. Keine der im Video getroffenen Aussagen ist ernst gemeint. Vielen Dank und viel Spaß mit dem Video. Heute World Conquest Solo mit Bolivien. Ach komm, hör auf, Alter. Nee, hab mich auch echt nicht verguckt. Naja, gut, okay. Dann tu mal wieder so, als ob wir gute Laune hätten. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu meiner absoluten Lieblingsserie, nämlich Hearts of Iron 4 von B bis Y. Und heute pilgern wir mal wieder nach Südamerika, nämlich Richtung Bolivien, und versuchen alleine mit Bolivien die Welt zu erobern oder so stark zu werden, dass uns keine andere Nation der Erde mehr das Wasser reichen könnte oder bevor ich aufgebe. Spoiler Alert, Bolivien hat keinen eigenen Fokusbaum, das heißt, ich kann hier treiben, was ich will, das finde ich schon mal relativ ganz gut. Ich liebe es, wenn ich treiben kann, was ich will. Das Wichtigste ist erstmal natürlich der Aufbau einer normalen Regierung, das heißt braun oder rot. Ansonsten können wir nämlich mal wieder wie immer nicht viel machen, apropos nichts machen, what the fuck ist das denn bitte? Gut, wir können schon mal nichts bauen, aber wir können immerhin noch was erforschen, wenigstens Autobahnen bauen, ja immerhin etwas. Übrigens gerade gesehen, wir sind Bergmenschen. Ich sage euch mal so viel. Der Typ schaut für mich nach allem aus, außer nach einem Bergmensch. Schaut eher aus wie ein Strandmensch, weil er mit seinem Gesicht so lange am Meeresgrund entlang geschmürgelt ist, dass es so glatt ausschaut, wie jetzt hier auf dem Bild. So, wir gehen heute den kommunistischen Weg. Komm, let's go. Faschistischen Weg. Heute gehen wir den faschistischen Weg. Die Grabbe entschied sich dieses Mal, den faschistischen Weg zu gehen. War aber zu dumm, dies ordentlich auszudrücken. Was soll eigentlich dieser Blödsinn hier mal mit diesem anderen Typen da die ganze Zeit? Was gehe ich jetzt? Digga, ich wieder vergessen, was ich machen wollte. Wir haben übrigens genauso viele Militärfabriken wie ich Geld auf dem Konto, nämlich eine einzige. Und ich habe genau einen einzigen Euro auf dem Konto. Deswegen an der Stelle ein extra fettes Dankeschön an alle Kanalmitglieder, die mir dabei helfen, die Minuszahlen auf dem Konto etwas zu verringern und jeden Monat mich dabei unterstützen, weiterhin hochqualitative, gut motivierte Videos für euch alle zu machen. Hätte es echt fast geschafft, den Internationalismus-Fokus zu nehmen, ne? Hätte ich komplett neu starten können. Wo ist mein Kopf heute? Ich bin gedanklich noch irgendwo im Deutschen Reich stecken geblieben. Aber keine Sorge, das ist nicht Bolivien, das ist Deutschreich Bolivien. Juhu, wir sind wieder ein Eis geworden. Das phalangistische Bolivien mit seiner coolen Eisflagge. Unser erstes Ziel wird sein, natürlich der kleine Nachbar im Südosten namens Paraguay. Und die Deutschen, unser Kollege Hitti, die wollen uns auch direkt unterstützen, was ich sehr freundlich finde. Hallo, Grüße gehen raus. Frag mich ja schon, wie das funktioniert, dass sie direkt auf dem Berg da oben spawnen. Ich meine, per Schiff vielleicht, aber dann wären sie eher hier. Aber gut, hinterfragen wir das Ganze nicht. Vielleicht wurden die auch mit einer Kanone in den Weltraum geschossen und sind da unten wieder gelandet. Tja, wir kämpfen zwar seit Monaten, aber die Verluste halten sich in Grenzen. 6.500 zu 11.000, das ist so in etwa eine kleine Stadt, die bis jetzt gestorben ist. Das geht eigentlich noch. Dafür, dass hier Millionen Menschen den Besitzer wechseln werden. Na gut, wobei, nicht mal eine Million. Aber trotzdem, einige werden den Besitzer wechseln. Kennt ihr das auch, wenn ihr jemanden den Krieg erklären wollt, aber ihr vergesst, dass ihr da noch Truppen hinschicken müsst? Ja, willkommen bei der Krabbe. Du weißt, eine Kampagne wird richtig cringe, wenn die Polen Kommunisten sind, beziehungsweise werden könnten, Dänemark dem Deutschen Reich beitritt und Brasilien kommunistisch ist, obwohl das meiste eher Faschisten sind oder autoritär. Und der Typ schaut eher aus, als ob er gar keinen Bock auf sein Leben hat. Aber es wünscht uns erstmal Glück und das Wichtige ist, dass wir das schnell genug machen, denn wir wissen ja, in Chile kommt gerne mal ein Bürgerkrieg. Die Deutschen helfen uns auch gleich wieder. Müssen ja nur alleine kämpfen. Gegen Truppen heißt hier, steht nirgends was. Darf nur keine Bündnispartner aufnehmen. Oder, ne doch, Bündnispartner zu sein, ja, ja, alles andere ist ja erlaubt, ne? Ah, Italien, schickt mir lecker Pizza, Basta und Waffen. Okay, es ist 1938 und wir haben auch schon Chile erobert. Jetzt brauchen wir noch ein paar Truppen für Argentinien. Oder zuerst nach Peru. Ich glaube, Peru ist vielleicht sogar ein bisschen einfacher. Aber die andere Frage ist, gibt es einfach überhaupt hier bei uns? Dürfen wir nämlich nicht vergessen. Die Deutschen, die werden, glaube ich, ihr Spiel des Lebens haben. Und wir alle wissen, was passiert, wenn die Deutschen unbesiegbar werden. Deswegen drücke ich hier auch so aufs Gaspedal, weil wir haben eigentlich keine Zeit. Das Besondere ist, dass zum Beispiel manche Staaten auch unsere Core-Gebiete schon sind, die wir nicht mehr coren müssen und die uns auch mal massig Manpower bringen. Zum Beispiel auch Antofagasta. Das finde ich natürlich sehr nice. Regt mich ja immer darüber auf, dass die zu mir sagen, wir brauchen Züge, aber wir nur nicht mal wissen, was Züge überhaupt sind. Das ist so, als wenn man den Inkas damals gesagt hätte, wir brauchen ein Auto. Macht zwar Sinn, aber gibt es gar nicht. Also es gibt schon, aber halt nicht hier bei uns gerade. Und irgendwo im Universum gab es bestimmt auch zur Zeit der Inkas schon Autos und trotzdem haben sie kein Auto gehabt. Besuchen wir unsere Freunde mal im Norden.
Aber immer noch keine Ahnung, ob das Ganze funktioniert. Wir haben nicht immer noch keine Luftwaffe. Aber Kollege Hitler schickt uns schon 4 Divisionen in der Zwischenzeit. Noch ein paar Jahre und er schickt uns seine halbe Armee vorbei. Und es läuft, wie ich befürchtet habe. Wir kommen nicht durch. Oh Gott. Die haben uns sogar eine Provinz geklaut. Die hätten fast die Hauptstadt gesnackt und wir hätten wahrscheinlich direkt surrendered. Glücklicherweise ist Kollege Hitler mit seinen Armeen hier gewesen. Peru hat uns in ihr Bündnis eingeladen. Aber mal fürs Protokoll, Peru, wir sind im Krieg miteinander, ne? Ich weiß, es ist schwierig zu sehen und man könnte es fast schon vergessen, aber das klappt so nicht, ne? Ja, für mich ist es jetzt aber problematisch, weil die ziehen sich jetzt gerade ein fettes Bündnis hoch und das könnte mir jetzt echt gleich das Genick brechen, wenn die noch mehr einladen. Hoffe mal, dass da jetzt keiner mehr dazukommt außer Kolumbien, wobei alleine Kolumbien wird das hier schon relativ schwierig machen. Aber wir haben angefangen, eigene Flugzeuge ins Feld zu schicken. 8 Stück haben wir in der Zwischenzeit schon. Ja, der Krieg wird sich hinziehen. Das wird mein Genickbruch. Ja, und da gehen meine deutschen Truppen dahin, weil die meinen, sie müssen den Polen den Krieg erklären. Fast schon historisch, ist ja ekelhaft. Diese Katze möchte Ihnen folgende Nachricht überbringen. Abonniert die Krabbe. Der einzige Unterschied ist, keiner mag die Polen dieses Mal, obwohl es Demokraten sind. Und Deutschland hat ein relativ einfaches Alter. Machen die schnell kalt. Wobei, dann können die mir schnell wieder Truppen schicken. Macht sie schneller kalt. Ha, Deutschland schickt wieder Truppen. Und die United States haben Dänemark den Krieg erklärt. Digga, was ist hier schon wieder falsch, Alter? Hier geht's schon wieder richtig ab. Und Deutschland hat sich mit Großbritannien verbündet, by the way. Alter, was hier abgeht, ihr habt keine Ahnung. Also, Britannien hat noch Ägypten den Krieg erklärt, die Sowjets haben Deutschland den Krieg erklärt und ich denke mir hier nur, yo, ich bin einfach nur noch eine Randnotiz der Geschichte, keiner interessiert sich für mich und was auch immer hier passiert, das wird niemals irgendwo in den Geschichtsbüchern stehen. Übrigens, der Molotow-Ribbentrop-Pakt wurde erst vor ein paar Tagen geschlossen. Nein, so viel dazu. Okay, hallo. Hallo, amerikanischer Bürgerkrieg. Oh Gott, die haben ja gar keine Chance, die sind ja viel schwächer. Ah ja, Frankreich war übrigens auch kommunistisch und ist den Deutschen beigetreten. Ja, den Sowjets meine ich. Das ist viel interessanter als alles, was gerade bei mir passiert. Ich sage euch, wie es ist. Ich drücke auf alle Fälle den Deutschen nicht die Daumen. Ich hoffe, die Deutschen verlieren. Ah, Deutschland hat Liechtenstein den Krieg erklärt. Na, das schon, ja. Ah, also Deutschland ist hart am struggeln, aber noch immer erfolgreich aktuell. Nicht so wie wir, die gar nichts mehr hinbekommen. Aber gut, wir bauen eine Luftwaffe auf. Das ist immerhin eine positive Sache. Haben es geschafft, im Norden durchzubrechen. Jetzt müssen wir nur noch daraus irgendwie Profit schlagen. Oh, Santiago ist offiziell endlich unsere eigene Provinz geworden. Und das ist ja nice, denn das bringt uns 4,44 Millionen Bevölkerung plus massig Ressourcen. Denn der Krieg gegen Peru ist sehr kostspielig, muss ich gestehen. Und dann brauchen wir jeden Mann. Hervorragend. Endlich Erfolg. Während wir auch ein bisschen Progress machen, sieht es in Europa doch ein gutes Stück interessanter aus. Die Deutschen haben Frankreich besiegt, sind jetzt aber auch noch im Krieg mit Italien. Die haben nämlich ihr eigenes Bündnis gemacht. Und dieses Bündnis besteht aus Italien und Äthiopien. Na gut, soviel zu dem Thema da unten. Wünsche den Römern viel Glück. Ah, das wird sehr wehtun. Also, nicht mir. Die Amis sind übrigens jetzt Kommunisten. Mal nebenbei erwähnt. Naja, Schweden mischt auch mit und hat Finnland den Krieg erklärt. Also Europa geht ab wie noch nie, Alter. Es ist 1940, jeder ist mit jedem im Krieg, jeder hasst jeden. Das ist fast schon wie im echten Leben. Weitere 18 Divisionen, die gleich bullivisiert werden. Ja, 1941 und wir beginnen endlich mit der Produktion von Waffen aus dem Jahr 1936. Leute, ich will nichts sagen, aber es gab Friedensverhandlungen und Luxemburg war irgendwie in einem Bündnis oder sowas und jedenfalls habe ich jetzt das Gebiet in Luxemburg bekommen und ich will ja nichts sagen, aber das ist Big News tatsächlich, weil wir diese Provinz rein theoretisch als Ausgangsbasis für eine europäische Invasion nutzen können. Ja, yo, die Afghanen sind der Achse beigetreten und das Deutsche Reich hat den Krieg gewonnen gegen irgendwelche Nationen. Keine Ahnung. Irgendwas wurde auf alle Fälle integriert. Ach, Italien und Co. Verstehe. Jetzt wünsche ich den Sowjets echt viel Spaß und mir damit auch im Umkehrschluss. Deutschland hat mir militärischen Zugang gegeben. Bedeutet, wir können unsere Truppen jetzt in unsere Stadt nach Luxemburg bewegen. Das Problem ist nur, wenn wir dann mit den Deutschen im Krieg sind, habe ich ein Problem. So, wenn wir jetzt auch langsam damit beginnen, endlich moderne Waffen ins Land zu integrieren, ist es an der Zeit, unsere Nachbarn im Süden zu besuchen. Nämlich die populäre Republik von Argentinien. Weil sie populär sind, kommen wir doch direkt mal zu Besuch. Oh, die sind der nordamerikanischen Allianz beigetreten. Macht's jetzt für mich nicht unbedingt gerade so viel einfacher. Kann ich wieder einen 10-Fronten-Krieg führen, habe ich ja richtig viel Bock drauf. Die Japaner unterstützen uns jetzt freundlicherweise ebenfalls mit ihrem Krieg gegen die gesamte Welt. Mir geht aber langsam die Manpower flöten und es dauert noch eine Weile, bis meine Provinzen integriert sind.
Die populäre argentinische Republik ist somit jetzt die populäre bolivianische Republik. Oh, okay. Den kann ich ja gar nicht, den Krieg erklären. Die sind in der Achse drin. Ah, schade. Und die Brasilianer haben aber keine Freunde. Huch, das sieht schon besser aus. Ich finde es übrigens schön, dass der Kollege Enrique Peña Radada nur Defensiv-Skills bekommt. So, für was braucht man noch Offensiv-Skills, wenn man angreift? Ah, Reunite Peru und Bolivia. Oh, oh, Digga. Was ist denn da los? Was ist das jetzt für ein Scheiß? Aber wie geil schaut das denn aus? Oh, und die Manpower ist auch back in business. Geil. Also, Ecuador hatte keine Freunde. Die habe ich so schnell gesnackt, als die auch direkt kapituliert haben. Und damit lassen wir nun das wahrscheinlich interessanteste Duell in Südamerika noch beginnen. Apropos, die Spanier werden gerade hart versohlt von den Deutschen. Digga, die Deutschen sind so am Ausrasten, Alter. Digga! Lol, die starten die Argentinien. Hä? Ach, die sind im Krieg mit Argentinien. Argentinien landet in Uruguay und gibt mir dann auf den Sack. Das ist wieder eine Logik. Das Schöne am Krieg ist ja, wenn man bereit ist, ein paar hunderttausend Menschen zu opfern, kann man durchaus Erfolge verzeichnen. Also, waffentechnisch sind wir jetzt langsam auf dem neuesten Stand. Die brasilianischen Baumholztruppen sind auch nicht wirklich eine Gefahr für uns. Ja, und da sind sie auch schon weg, die Sozialisten. Ja, damit legen wir uns jetzt mal mit Kommentaren an. Und das sogar noch bevor unsere Truppen... Ah, nee, die sind schon da. Und wir sehen, das ist auch gar nicht die Niederlande. Wir haben hier Argentinien, Kanada, keine Ahnung, Truppen, die ich nicht erkenne, weil es wahrscheinlich die Niederländer sind. Und wir haben auch in der Zwischenzeit 500.000 Mann im Feld. Ja, ja, unsere Armee ist great. Maybe the greatest Armee of all time. Ja, Venezuela. Ich mag eh keiner. Es ist super. Ich brauche keine Flotte aktuell. Das ist gut, weil ich bin so weit von der Flotte entfernt, wie ich nur irgendwie sein könnte. Wir bauen hier natürlich auch erstmal Forts rein. Luftstützpunkt, Radarstation. Dass wir hier unseren luxemburgischen Stützpunkt später verteidigen können. Ich finde es auch total komisch, dass jetzt hier zum Beispiel wieder Venezuela nicht von den Amis verteidigt wurde. Damit beginnt der Weg nach Nordamerika. Panama war schon mal kein Problem. Gehe übrigens jeden Zeitpunkt davon aus, dass die Sowjets kapitulieren, was auch automatisch das Ende der kompletten kommentären Fraktion wäre. Die Amis sind halt echt nicht stark, ne? Bürgerkriege, viele Verluste im Krieg bereits. Die hat es halt wirklich hart mitgenommen dieses Mal. In Mexiko haben wir in etwa so viel Gegenstand, wie wenn man mit dem Auto durch eine Wiese fährt oder mit einem Panzer. Übrigens die United States, der Rest, was die nordamerikanische Allianz zusammenhält. Bedeutet quasi, wenn wir Mexiko und die United States erobert haben, steht uns der Weg offen nach Europa. Sozusagen. Bei der Endboss wird sowieso die Achse, weil die sind ja mit Abstand das Allerstärkste. Wir werden jetzt auch damit beginnen, Raubbau im Amazonasgebiet zu beginnen. Je früher wir die Umwelt zerstören, desto besser. Und am Ende des Tages, wenn es wir nicht machen, macht jemand anderes. Die Mexikaner haben relativ schnell die kleinen Tütchen ins Feld geschmissen und das Land uns übergeben. Und ich habe gute Nachrichten, das Tütchengeschäft darf weitergehen. Schau mal an, wer da ist. Die Konföderierten Staaten von Amerika mit Benjamin Travis Lenny. Keine Ahnung, wer das sein soll. Hi. Und damit ist es mal wieder Zeit für den alltäglichen Holy Clip. Ja, und zwar habe ich heute was ganz Besonderes für euch. Meine vierte Dose Limette Tucan Thai Fisch. Haifisch. Natürlich der zugehörige Tucan-Shaker Nummer 3, den wir jetzt haben in der Zwischenzeit. Ne, 2, Nummer 2. Und dann gibt es was ganz Geiles, denn jedes Mal, wenn ihr bei Holy kauft, bekommt ihr Punkte. Und diese Punkte könnt ihr einlösen für zum Beispiel solche Dinger hier, für so coole Shaker. Ja, kann man auch richtig hinstellen, da sieht man auch was. Dann so einen gibt es noch. Und da gibt es noch viele andere. Und gibt es auch noch so Metalllöffel. Ne? Kann man sich dann schön auf die Rübe hauen. Auch geil. Ihr wisst ja, ne? Holy, die gesündere Alternative zu Energies und Eistees. Ich mache das nicht, weil ich dafür bezahlt werde, sondern weil ich es geil finde. Ich weiß, viele von euch auch. Probierpakete, ihr wisst, unten in der Videobeschreibung gibt es alle Links. 5 Euro auf die erste Bestellung und auf jede weitere gibt es 10%. Auch mal gerne Feedback in die Kommentare. Ich weiß, ihr kauft das Zeug auch mega, ihr feiert das genauso hart, aber Feedback ist auch mal geil. Mich würde interessieren, welche Sorten schmecken euch am besten? Was würdet ihr euch noch wünschen von Holy? Da einfach gerne in die Kommentare. Aber jetzt weiter, viel Spaß mit dem Video. Vielleicht sollte den USA mal einer sagen, dass man die Truppen auch im eigenen Land braucht. Dass es nicht nur was bringt, die Truppen in Europa zu haben. Ach so, die haben eh nur noch 40 bis 50 Divisionen. Naja, das ist aber schuld, ne? Die Sowjets haben auch keinen Bock, sich zu ergeben, ne? Wäre an sich auch für mich hervorragend, wenn die noch beschäftigt sind mit den Sowjets, wenn ich dann hier mein kleines Reich aufbauen würde, um die Deutschen dann aus dem Herz heraus zu vernichten. Apropos vernichten, Digga. Alter, sind die groß. Alter. Ja, gut. Warum nicht? Würde mir wünschen, wenn man einstellen könnte,
dass die einen keine Nicht-Angriffspakte mehr vorschlagen können. Denn wenn ich nach dem 30. Mal immer noch ablehne, dann müssen sie doch mal verstehen, dass ich das nicht will. Denk übrigens seit 2 Monaten, warum nichts mehr geht hier. Fällt mir ein, ich habe gar keinen Angriff mehr gestartet. Boah, 6 Millionen, Alter, geil. Wenn wir das gekort haben, gibt's schön viel mehr Bevölkerung für uns. Wie kann so ein großes Land 1943 bzw. 1944 echt immer noch keine Armee haben? Das verstehe ich einfach nicht. That's too easy. Deutschen übrigens immer noch nicht fertig mit den Sowjets. Was ich finde es so faszinierend. Ja, aber auch noch ein bisschen was an Truppen. Deutschland ein bisschen was mehr. Ey, Digga, die haben einfach Salvador gerufen. Was soll denn das? Jetzt muss ich meine Truppen, die eh schon lang laufen, kurz nach Salvador schicken, um die Hauptstadt den Erdboden platt zu machen. Waren übrigens die Amis mal wieder, ne? Die stiften hier überall Verwirrung und Hass. Ja, mit der Hauptstadt fällt dann natürlich auch gleich... Was ist das denn jetzt? Ey, Digga, wollt ihr mich jetzt gerade alle verarschen? Die sind einfach eine Achse. Ich glaube, ich kriege eine Achse. Muss auch keiner verstehen. Die haben eine Naval Invasion in ihrem eigenen Land gemacht, von wo aus auch immer. Aber es geht mir gerade hart auf den Sack. Amerikaner sind auch immer das Land, was wirklich ein erstes rendert, wenn du 100% erobert hast, gefühlt. Weil alles, was irgendwie was wert ist, auf einem Flecken sich befindet. Das komplette Land ist quasi Müll, bis auf ein paar kleine Flecken quasi. Und das Traurige ist, daraus entstand die stärkste Nation der Erde. Zumindest behaupten sie das immer. Bin übrigens auch jemand, der seiner Bevölkerung was zurückgibt. Autobahnen zum Beispiel, in dem Fall, die ich absolut nicht benötige, damit wir mehr Ressourcen aus den Gebieten rausbekommen oder unsere Truppen schneller an die Front bewegen können. Nein, nein, das geht nur darum, dass unsere Bevölkerung sich schneller mit den Pferden von A nach B bewegen kann. Oder Eseln. Oder Kamelen. Oder Lamas. Oder Dromedaren. Oder Schweinen. Oder Emus. Oder Drachen. Oder Elefanten. Oder Lastenrädern. Wir sind übrigens wieder an dem Punkt angekommen, wo das Spiel abstürzt. Ich hoffe mal, dass das jetzt einfach nur ein kurzer Fehler war und es sich dann wieder fängt. Es könnte damit zusammenhängen, dass die Japaner mich in ihr Bündnis eingeladen haben. Das ertrage ich auch nicht. Ich glaube, es hängt mit dem Surrender der USA zusammen. Jetzt ist natürlich nur wieder die Frage, was löst es aus und wie kann ich es verhindern? Ansonsten wird es ein kurzes Projekt. Weil so kurz ist es auch nicht mehr, aber ich würde es nur ungern hier enden sehen. Also, aktuell funktioniert es. Also, wir haben eine Friedensverhandlung, das Spiel ist nicht abgestürzt. Hab jetzt halt diesen Safe-Scumming-Ding gemacht, alle 5 Sekunden gespeichert. Was ich viel lustiger finde, wir können einfach... Wir können einfach ganz Spanien erobern. Seriously. Wir können einfach Spanien nutzen, um die Achse zu vernichten. Wir haben außerdem auch die Schweiz. Das Ding und Irland. Ja. Also, ich beschwere mich nicht. Ich finde es total faszinierend. Ich freue mich. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich die Amis alleine kalt gemacht habe und die meisten Punkte habe. Aber das ist, oh, das ist so geil. Das ist das Beste, was hätte passieren können, rein theoretisch. Aber wir dürfen die Achse trotzdem nicht unterschätzen. Das ist kein Kindergeburtstag. Klingt jetzt irgendwie komisch. Das Deutsche Reich hat sich aber auch eiskalt hier amerikanische Gebiete gesnackt. Das Problem wird jetzt sein, dass wir hier halt doch relativ viel Truppen brauchen, um diese ganzen Fronten abzuarbeiten, die ich jetzt hier nachher haben werde. Das sind die lustigsten Friedensverhandlungen, die ich die letzten Jahre hatte, weil ich kann mir einfach alles holen. Die kriegen gar nichts. Na gut, ein bisschen was haben sie bekommen, aber ich hoffe, dass ich, wenn ich jetzt auf Confirm und Exit drücke, das Spiel nicht abstürzt und für alle Zeiten Geschichte ist. Die 2 Gebiete hat sich Deutschland trotzdem geholt. Ah, es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Achtung. Also, na gut. So, das sind wir. Und dann haben wir hier noch die Achse. Und die dürfen jetzt erstmal gegen Kommentaren kämpfen, während ich gemütlich mein Reich aufbaue. Muss übrigens gerade auch nochmal sagen, die Flagge ist schon richtig Premium. Also ich finde die richtig geil. Also einfach vom Aussehen. Jetzt nicht von irgendeiner Bedeutung oder so, aber einfach vom Aussehen her ist die halt so cool. Quält einfach dieses schwarze, weiße, das hat schon irgendwas. Weiß nicht, so hübsch. Also das Spiel stürzt absolut jedes Mal ab in der Zwischenzeit. Aber ich weiß, wer schuld ist. Die Deutschen sind schuld, denn die, also er... hat irgendeine Entscheidung, die er die ganze Zeit trifft. Und diese Entscheidung killt das Spiel. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich das, dass diese Entscheidung nicht getroffen wird? Ich weiß es nicht. Aber drückt mir die Daumen, wenn ich es hinbekomme, geht's weiter. Das ist übrigens genau der Grund, warum ich nie mehr im Iron Man spiele. Bei solchen Sachen, vor allem mit Mods. Weil sonst könnte ich das jetzt nicht machen, was ich jetzt hier gerade mache. Ich weiß jetzt, was das Problem ist. Und zwar gibt es eine Entscheidung beim Deutschen Reich, das Reichskommissariat Niederlande. Eigentlich müsste das auch ganz normal funktionieren, aber aus irgendwelchen Gründen sorgt es dafür, dass das Spiel abstürzt. So, was hat das Schalentier jetzt gemacht? Hat die Niederlande annektiert, also Deutschland hat Niederlande annektiert. Daraufhin habe ich sie jetzt freigelassen und sind jetzt quasi normaler Vasall. Also sind jetzt trotzdem auch Vasall, aber wenn jetzt meine Berechnungen richtig sind, dürfte das Spiel jetzt nicht abstürzen. So, wir werden es jetzt gleich sehen. Ich endpausiere jetzt und ja, das war's. Ich bin ein...
wahnsinnig intelligentes Scheintier. Ich glaube einfach, das Problem war, dass die Niederlande war irgendwie Kommentären und dann waren sie wieder bei den Alliierten und keine Ahnung, 200 Bündnisse, 10-mal surrendered und irgendwo ist wahrscheinlich irgendwas kaputt gegangen. Aber genau deswegen lasse ich mir den Ironman-Modus immer offen, also lass den aus, dann können wir nicht solche Sachen beheben und können uns jetzt darauf vorbereiten, die Deutschen zu vernichten. Und es ist halt nicht immer das, was ihr seht. Ihr seht halt immer nur ein fertiges Video, was dahinter steckt. Solche Probleme zum Beispiel. Das kann schon mal vorkommen, dass dann so 5-6 Stunden Arbeit weg wären, wenn man nicht eine Lösung kennen würde. What the fuck ist das hier oben eigentlich? Ja, das werden übrigens unsere Divisionen sein, die wir nutzen. Und ja, die sind komplett Overkill, aber ist mir wurscht. Viel hilft viel, sagt man immer so schön. Also, ich sollte mal erforschen, Anti-Tank und Anti-Air. Ansonsten kann ich nicht nutzen, diese. Tja, so werden aus 900.000 Mann 1,5 Millionen. Jo, irgendjemand hat kapituliert. China war es in dem Fall. Und Japan ist damit im Krieg mit der Achse immer noch und eine Supermacht, kannst du dir bei erwähnen. Aber nicht so stark wie ich. Könnte übrigens auch schon unsere Hispanisch-Amerika-Allianz da gründen, aber dafür fehlt mir noch das hier, was mir unrechtmäßig genommen wurde und das hier noch. Das kriegen wir aber noch. Meine netten Leute, die die Division anführen, wenn ich die befördere, sind übrigens schon Level 3 mit sehr vielen hübschen Stats. Aber Freunde, ich sag's euch, es ist vorbei. Die Zeit des Friedens ist vorüber. Wir haben in der Zwischenzeit ein bisschen aufgerüstet, ein kleines bisschen. Und haben jetzt eine Armee von 3,53 Millionen Mann plus die stärkste Wirtschaft auf der Erde. Das bedeutet im Umkehrschluss das große Finale. Das... Ja... Wollen wir das wirklich machen? Oh ja, Baby. Oh fucking yeah. Let's go. Und ich pump Truppen raus. Ich pump Truppen raus. Wir haben jetzt 3,8 Millionen. Unsere gesamte Nation ist nur auf Krieg ausgerichtet. Jeder noch verfügbare Mensch wird kämpfen oder arbeiten, um das Deutsche Reich endgültig zu weit zu bringen und das Großperuanische Reich zur Weltherrschaft zu führen. Entschuldigung. Ich habe mich kurz gehen lassen. Sobald wir das Video von Monte hier unten erobert haben, sollte man nicht auch in der Lage sein, unsere amerikanische Ambition-Dingsbums da zu machen. Ah, United Hispanic America, da sind wir doch schon. Irgendwas wieder integrieren, was aus Mexiko kam und was wir jetzt auch noch machen. Alter, Digga, bis ich hier unten bin jetzt. So, Platine-Ambitionen irgendwie. Wir machen jetzt einfach alles scheiß drauf. So, jetzt haben wir wieder unser Eis. Wir haben unser Eis wieder. 8 Millionen Manpower. Geil. Okay, das ist cool. Auch irgend so eine Errungenschaft bekommen. Das ist eine Road to 56 Errungenschaft. Die gibt es ja auch noch in dem Spiel. Ja, La Plata, meine Freunde. Und jetzt müssen wir auch hier oben rechts... Achso, müssen wir erst diesen Ding... Aber da arbeiten wir gerade dran, diesen Malus abzuarbeiten. Und Spanien wurde jetzt von Ungarn gerufen. Also die Ungarn sorgen jetzt quasi für den spanischen Untergang. Ich hasse das, wenn die Griechen kommen. Griechische Nerve Invasions sind die nervigsten überhaupt. Machen wir hier übrigens. Können wir die nicht einfach umbringen? Ich meine, entsorgen. Zu Dünger verarbeiten. Ansonsten läuft die Europa-Offensive eigentlich relativ gut. Ich meine, klar, die haben ein kleines bisschen an der Ostfront zu tun. Ein ganz kleines Eckchen. Manpower ist übrigens relativ ausgeglichen, was ich total interesting finde. Weil die Deutschen halt auch enorm stark sind. Aber halt an der Ostfront. Plus meine Divisionen sind halt komplett übertrieben broke. Die haben halt 646 Offensive. Was wollen die machen halt? Wer will was machen? Slowaken und Argentinier und was auch immer hier alles rumsteht, wahrscheinlich nichts. Na ja gut, wir haben auch schon 500.000 Mann verloren. Wie wir hier sehen können, ist es jetzt nicht unbedingt so, dass wir hier so einen Kindergeburtstag feiern. Die Deutschen haben jetzt in der Zwischenzeit auch Großteil ihrer Truppen rübergeschickt an unsere Front. Ha, das verteufelte Reichsprotektorat ist endlich gefallen. Wir haben mir ja Sorgen gemacht, ey. Wir haben 1,1 Millionen Deutsche schon beseitigt. Ja, wir haben nicht überall Green Air. Deutschland hat doch eine Luftwaffe auch aufgebaut in den letzten Jahren. Aber vieles ist halt in den Meat Grinder gefallen, ne? Darf man auch nicht ganz vergessen. Über Asien, da sterben natürlich unzählige Soldaten und Flugzeuge. Ich weiß nicht, ob es jemanden auffällt. Ich habe übrigens ein paar Gebiete gecored. Also, vielleicht fällt es euch auf. Vielleicht auch nicht. Oh, Deutsch-Italien hat kapituliert. Welche Überraschung. Die haben noch nie was alleine hinbekommen. Ja, das ist Endsieg auf einem anderen Level. Jo, Finnland hat kapituliert. Was ich total komisch... was ist das? Jedenfalls, Deutschen haben sich einfach Finnland gesnackt. Übrigens auch relativ lustig, dass die Deutschen eigentlich überall kämpfen, außer in Deutschland. Weil sie Deutschland nicht mehr haben. Du stell dir vor, du führst Krieg, aber du hast keine Heimat mehr.
Ja, da sind die ersten 1 Million gefallen. Wien übrigens in der Zwischenzeit deutsche Hauptstadt, denn Berlin ist nach langen harten Kämpfen endlich gefallen. In wenigen Sekunden ist es soweit, das Deutsche Reich ist in aller Ewigkeit vergangen. Nämlich jetzt. Und damit, ja. Huch. Sieht so aus. Jetzt haben wir dann quasi noch ein bisschen andere Reste, die wir bekämpfen könnten, wenn wir das wollten. Will ich aber gar nicht, aber ich gucke, dass wir zumindest noch eine halbwegs hübsche Front hinbekommen. Ja, und mit diesem Anblick verabschiede ich mich jetzt von euch für heute. Wir haben mit großem Abstand die Welt dominiert. Und ich finde es immer wieder faszinierend, wie stark eigentlich südamerikanische Nationen sind mit ihren ganzen spanischen Herkunftsgedönse. Ihr seht ja, Manpower fast 30 Millionen. Das ist beeindruckend. Über 1000 Fabriken. Das ist natürlich mit großem Abstand das meiste, was jetzt irgendjemand noch besitzt. Mit in der Zwischenzeit auch über 5 Millionen Soldaten im Feld. Kann uns nicht so niemand mehr das Wasser reichen. Ich bin zufrieden. Das war wieder mal eine schöne Runde. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder zu Hearts of Iron 4. Und nicht vergessen, keine Krabben essen.